Wenn Nuria Quevedo zu ihrer Ausstellung im Chemnitzer Museum will, muss sie erstmal an Rottluff-Bildern vorbei. Quevedo kam 1952 während der Franco-Diktatur in die DDR. Und obwohl ihr Idol damals der surrealistische Dalí war, wurde die Begegnung mit Expressionisten wie Rottluff für sie prägend. Das war zu DDR-Zeiten nicht so selbstverständlich, wenn man Kunst, Grafik und Malerei studiert hatte. Das war nicht so selbstverständlich und ich habe das dann nacheinander entdeckt. Und ja, das war schon eine Nähe, die ich gespürt habe. Exil war das große Thema ihres Lebens. Das Gemälde 30 Jahre Exil ist seit Jahrzehnten Bestandteil der Chemnitzer Kunstsammlung. Die Kunstsammlungen Chemnitz besitzen ja mit dem Gemälde 30 Jahre Exil von 1971 ein ganz frühes Hauptwerk von Nuria Quevedo. Und es war eine ganz einfache und logische Schlussfolgerung zu sagen, dann gruppieren wir um dieses Meisterwerk herum intensive Zeichnungen, Porträtzeichnungen, Studien, Vorarbeiten von Nuria Quevedo, die sich diesem Thema widmen. 10 Exilanten, 10 Gesichter, 10 Lebensgeschichten. Sie verbindet die Tragik der Entwurzelung. Nuria Quevedo spart mit Farbe, verzichtet nicht auf Details und doch ist Expressionistisches erspürbar. Wenn ich solche Arbeiten in Spanien gezeigt habe, man hat sofort gesagt, ah ja, deutscher Expressionismus. Quevedo hat ihr Exil intensiv durchlebt und künstlerisch verarbeitet. Für ihr Lebenswerk wird sie heute mit dem Schmidt-Rottluff-Preis geehrt. Ich habe eine außergewöhnliche Frau kennengelernt. Ihre Grundauffassung zum Leben und zu den Menschen hat mir Mut gemacht in der immer komplizierter werdenden Zeit. Und ich halte mich an ihr fest. Die Studioausstellung zum Schmidt-Rottluff-Preis für Nuria Quevedo ist bis Januar in den Kunstsammlungen Chemnitz zu sehen.